Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Es ist jetzt wieder ein Tag später. Ich habe gestern den Skilauf gemacht mit zwei Freunden in Bottrop und mir tut alles weh, muss ich ehrlich sagen. Erste Mal Ski gelaufen und ja, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit für die Videos und holen uns nochmal eine Quest für die Diebesgilde, nicht die Diebesgilde, für die dunkle Bruderschaft. Wir machen das hier mal. It is a solemn duty and not an entirely disagreeable one. To account agents of the Brotherhood who have failed us on an assignment. You are a trust free to take on such an assignment? Yes. Very good, journeyman. Tristara Hertham, having learned something during her tenure in the Brotherhood, has wisely hidden herself, but... Entschuldigung, musste gerade wegen der Kohlensäure aufstoßen. But we have a contact in the Masterham residence. A miserable man in a blue coat named Madarian Ashing. Talk to him and get Christara Hotham's location. I will expect the accounting to be accomplished and you to be back here in 11 days. Gut, dann gehen wir mal die junge Dame oder den jungen Herrn suchen. Ich hab's voll vergessen, dass hier am Schneiden ist. So, nochmal schauen, wo müssen wir hin? Moderate Ashing in the Masterham Residence of Daggerfall. Gut, wir müssen also hier suchen. So. Donard Masterston. That's right there. Point of the Dark Brotherhood, you map. Achso, warte mal. Wen muss ich suchen? Modarian Ashing. Achso. Dann fragen wir mal jemand anderen. Hier, die junge Dame bestimmte. Things, people, location. Regional? Nee. General? The Masterham Residence. Ask someone else. Can't you see I'm busy? Okay, gut, tut mir leid, gute Frau. Du vielleicht? Listen, I ain't got time for this. Why don't you just kiss off, Max? Okay. Dann halt nicht. So, mit dem können wir doch. Excuse me, Max, I actually have a life to lead. Muss ich vielleicht irgendwie die Art, wie wir mit denen reden, ein bisschen ändern? Hier blunt vielleicht. Last time I checked, it was that way, southeast. Okay. Die Richtung. So. Dann gehen wir mal da ein bisschen weiter hin. So, Entschuldigung, musste gerade noch mal husten, deswegen war ich jetzt auch einmal so still. Und ja. Wir fragen sofort wieder welche. Da ist jemand. Den können wir fragen. Ey, nicht umdrehen. So. The best way is to go right here. You can see the Masterham Residence on your map. Ah, oh, perfekt. So, wo ist denn das? Da unten. Okay. Warte mal, haben wir überhaupt irgendwas verkauft, was wir eingesammelt haben? In der letzten Folge. Ja, wir haben alles verkauft gehabt. Okay, immerhin. Wusste ich jetzt wirklich nicht mehr nach dem gestrigen Tag. Und auch übrigens, frohe Ostern euch allen. Da wir ja heute Ostersonntag haben, wünsche ich euch auf jeden Fall allen frohe Ostern mit Familie, schöne Eiersuche. So. Da. Ich glaube, das ist es, oder? Das da? Ja. Das müsste es sein. So, you here, welcome.
Er ist nicht. Er hier wahrscheinlich. Max the second. I am Mordarian Aishi. The fish you're after has slipped the hook and is living a fancy life down in Castle Kingsley. Just watch yourself, Nord. Christara Hathan knows how to fight and she's scared. Castle Kingsley. Okay. Müssen wir das mal suchen, ne? So, da machen wir aber trotzdem hier einmal ein Safe Game. Bevor wir da uns auf den Weg machen. Castle Kingsley. So. Dann gehen wir mal dahin. Okay, da sind ein paar Katapulte. Scheint interessant zu sein, auf jeden Fall. Ah, schade, wir können hier nichts looten. Und hier hinten ist der Eingang. Oder da. Oder hier. Aber wir gehen hier mal rein. Wenn's so, jetzt fertig geladen. Hier auch nochmal ein Safe Game auf die 2. So, okay. Wir hören sie von. Und. Keine Ahnung, was ich damit jetzt gemacht habe. So. Beide auf einmal. Finde ich aber auch krass. Potion Recipe. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Potions machen kann. Also mit den Potion Rezepten. Ah, das haben wir bestimmt geöffnet. Damit wahrscheinlich, oder? Nee, nicht damit. Den lassen wir aber mal so. Wahrscheinlich damit haben wir es geöffnet, ne? Ja. Das war der hier. Okay. Was? Nein, nicht Climbing Mode. Nein, 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 nicht Rapid Mode. Was war das denn jetzt? Okay, warte. Hier geht's ja auch noch weiter. Aha. Ein Drei ist gestorben. Und hier ist eine Tür. Der hat nichts. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier wieder hoch? Ja, okay. Hoch kommen wir? Jo. Was war das denn gerade für ein Zauber? Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt gemacht habe, aber wir bleiben mal hier. Hier ist ja noch so einer. Okay, den kann ich nicht mehr betätigen. Ah! Jetzt kann ich den nicht mehr betätigen. Ach so, okay. Egal, lassen wir mal. Den hatten wir ja schon gelootet. You have slain Christara Hotham. The Broad will be pleased.
Das war's so schnell. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Nein! Komme ich hier jetzt wieder hoch irgendwie? Ah! Ja, okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Remove. Erstmal alles weg. Das müsste hier irgendwo liegen. So, da. Dann wieder alles einsammeln. Und dann können wir jetzt nochmal hoch. Das kann uns jetzt retten. Eventuell. Wenn das mal ein bisschen schneller gehen würde. Ich mache hier aber jetzt mal auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Bevor wir wieder hier runterfallen oder so. Ah, okay. Geht's hier irgendwie hoch? Auch nicht. Ist das alles? Gibt's hier nicht mehr? Nein! Ja, Climbing Mode rettet uns. Oh. Da vorne ist wieder zu. Mal schauen, gibt's hier vielleicht irgendwo noch eine geheime Gänge? Ah ja, stimmt, hier oben gab es ja noch was. Wo wir irgendwie nicht schnell genug hin konnten. Aber ich sehe sonst keine Geheimgänge mehr. Oder da unten vielleicht irgendwo noch eins? Nee, aber das ist quasi noch einer. Wenn wir den jetzt mal runterfahren lassen, da kommt er ja schon. Ah, und das ist für den, okay. Das ist für den da hinten. Den können wir aber wieder hochholen, oder? Komm. Will er nicht mehr? Ah, jetzt? So, die Frage ist... Hat nicht funktioniert? Nein! Zu spät. Jetzt müssen wir warten, bis das oben ist. Und gewisse andere Spells haben wir ja nicht. Ich will da hoch. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das? So, da ist er jetzt. Ach. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wir haben doch einen Bogen, hä? Rüsten wir das mal einmal aus. Haben wir dafür Pfeile? Ich habe keine Pfeile. Ohne Pfeile können wir das nicht hinkriegen. So. Noch einmal. Die Entfernung würde schon reichen. Left Hand equipped. Hat aber auch gedauert, bis das da stand. So, okay.
Nein! Nein! Ich bin so ein Idiot, wir können klettern, wenn das unten ist. Oh. So, dann holen wir den noch einmal runter und dann klettern wir hoch. Wie kam ich nicht auf die Idee zu klettern? Okay, dafür. So, ja, genau. Autsch. Nein! Ah, ja. So, dann schnell hier ein Safe Game machen, wenn wir hier oben sind. Yo! Die Geister sind die Dinger, vor denen ich Angst habe, bisher noch. Das müsste den hier jetzt nach oben bringen, oder? Ja, okay. Okay, hier ist gar nichts. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat. Okay. So, 444. Der hat mich jetzt erschrocken. Small Statue und Icon. Die arme Kuh. Yo. Ah, ich kann nichts mehr tragen. Okay. Dann einmal zurück irgendwie zum Wagen. So, dann fahren wir mal runter. Das dauert aber auch ewig. Ja, ich sehe schon, was ich jetzt hier verkackt haben kann. Hier geht's ja auch noch weiter. Frage ist aber, von wo kam jetzt diese Wand her? Da ist ja auch noch eine Wand. Alles klar. Warte mal. Können wir denn da oben wieder hin? Nein! Nein! So, hier einmal wieder alles ablegen. Toll. Damit wir schwimmen können. Wir haben immer noch zu viel. Von den Dingern hier. So, die beiden. Und jetzt den. Das finde ich jetzt aber auch echt krass. Einmal runterfallen, kommen wir nicht mehr hoch, außer über diesen Weg, dass wir alles wieder runterschmeißen müssen aus den Taschen. Aber ich finde es ein interessanter Dungeon auf jeden Fall. Ja, hier. Jo, so riesig ist das hier noch. Und hier ist ja immer noch. Nein!
Ja, Climbing Mode. Es rettet mich. So, das müsste jetzt... Ja, jetzt ist offen. So, die Frage ist, ist es vielleicht hier irgendwo ein Geheimgang? Ich sehe besser... Hier ist eine geheime Tür. Alles klar. So, warte mal. Genau. Alles in den Wagen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch was. Und hier jetzt alles rein. Hier muss eine geheime Tür sein. Das sieht danach aus. Wow. Hat sich gelohnt. Es kann nur darunter gehen, alles klar. Ja, dann... Ab in den Tod wieder, Steuerung muss ich mir noch dran gewöhnen, aber... Ansonsten geht das so, finde ich. Hier waren wir noch nicht. Jetzt kommt's, wir finden... Geil! Yo! Wie sind die so stark auf einmal geworden? Können wir hier vielleicht noch mal kurz ein bisschen resten? So, den hier. Ohne, dass irgendwelche Leute hier vorbeikommen. Looten wollen wir ja alle. Okay, das sieht cool aus hier. Hier geht's noch weiter. Ist das eine Tür oder... Oh. Das fand ich jetzt interessant. Hier unter Wasser so ein... Da ist ja noch einer. So. Was ist denn damit? Was ist denn das? Geht's ja auch noch weiter. Wir müssen aber erstmal an die Luft. Irgendwie. Climbing Mode. Das funktioniert nicht. Dann einmal removen kurz. Ah, ich weiß, was noch fehlt. Das Ding. Removen. So, wieder einsammeln. Und jetzt hoch. Bevor wir hier ersticken. Okay, wo komme ich jetzt hin? Da ist wieder so ein Schalter. Wo ich keine Ahnung habe, wofür das ist. Ah, okay, der ist dafür. Hier geht es auch noch weiter nach oben. Hier sieht aber auch nichts nach einer geheimen Tür aus. Hier haben wir eine geheime Wand.
Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Fahren wir gleich mal wieder runter. Dann überlegen wir mal uns, wie wir wieder ganz normal da hinten irgendwo hinkommen. Oder wir gehen durch diese Tür. In der Hoffnung, dass hier ein Weg nach oben ist. Aus dem Wasser raus. Ja. Nein. Wir müssen das mal ein bisschen koordinierter machen. Wir tragen immer noch zu viel. Immer noch. Kommen wir von hier daran? So. Und hier noch einmal. Was? So. Das müsste jetzt hoffentlich reichen. Einmal ganz kurz Luft holen. So. Alles einsammeln. Hierhin. Nochmal alles wegschmeißen. Nicht equippen. Sehr kompliziert. So. Ah, toll, hier auch nochmal. Alles wieder removen. Hoppala. So. Haben wir geschafft. Das war aber ein komplizierter Aufstieg. Ach so, das soll ein Pool sein. Hier geht's auch nochmal nach oben. Wir bleiben noch erstmal auf der Etage. Gibt's hier noch irgendwas? Da haben wir was. Autsch. So, dein Scheiß gehört mir. Noch ein Stück Stoff. Sind wir hier in der Bücherei oder wie? Hier geht's auch nochmal runter. So. Iron Katana. Es schade, dass wir momentan nichts Besseres als das von den Wehmann hier bekommen. Ah, okay, das war ein Droll. Und hier noch einer. So, das erstmal mitnehmen. So, da war noch einer. Schnell mitnehmen. Okay, sonst ist hier nichts. Noch eine Tür, aber wir haben nicht genug Sauerstoff. Und auch nicht genug Platz im Inventar. Und auch sehr viel Leben verloren. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game. Resten dann jetzt mal, bis wir voll geheilt sind. So. Komm, wir riskieren es einmal, da reinzugehen. Gucken, wie viel Platz wir im Inventar haben. Ah, das nehmen wir noch mit. Okay, dafür hatten wir noch Platz.
Dann gehen wir jetzt mal so schnell wie möglich zum Wagen zurück, wenn wir den Weg dahin finden. So, wo geht's lang? Da lang war das, glaube ich. Oder warte, wir waren ja irgendwie irgendwo mal falsch abgebogen. Das ist gerade irgendwie da hinten. Okay. Wir müssen einen Weg hierhin finden. Wir hatten hier doch gerade irgendwo eine Treppe gesehen, die ein kleines bisschen hochführt. War sie das? Ne? Wo hatten wir die Treppe gesehen? Hier, das war die doch, oder? So, okay, das haben wir noch mitnehmen können. Das ist ein bisschen zu weit. Oder es gibt hier noch irgendwie geheimen Gang von der Decke oder so. Nee, wie kommen wir jetzt hier hin? Wie kommen wir jetzt da zurück? Wir gehen mal weiter. Ein Weg zurück muss es ja irgendwie geben. Hier waren wir schon. Okay, wir sind zurück. So, war das hier das jetzt wo? Wenn ich hier jetzt runterfalle. Genau. Autsch. Okay, ja. Climbing Mode. Und hier nach oben. Dann haben wir's. So. Okay, wer hat hier wo jetzt die Tür aufgemacht? So, dann können wir jetzt erstmal das alles einlagern. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch was. Wir werden aber wieder ordentlich Geld verdienen. Ah, Climbing Mode, genau. Nein. So. Funktioniert so nicht. Dann muss ich wirklich nach da hinten den hier mir runter bestellen. Wenn er jetzt mal ankommen würde. Ah, da ist er. Ich wollte schon eben kurz gucken, wo der bleibt. Ja. Wir kommen wieder hoch.
Wir kommen oben an. So, die Frage ist jetzt, da oben, haben wir alles schon eigentlich erkundet oder noch nicht? Sieht bisher noch nicht so aus. Und wir haben hier die eine Sache noch vergessen. Die Frage war, wo ging es nochmal dahin? Ich glaube, hier war das, oder? Ja. Und hier war noch eine Tür. Wollte schon sagen, warum treffe ich den nicht? Okay, da war irgendwie ein geheimer Schalter, von dem ich nichts mitbekommen hatte. Und wir sind im Kreis gelaufen. Okay. Jetzt haben wir hier jetzt alles. So, jetzt eine Sache will ich dann noch in Erfahrung bringen. War das eine geheime Tür hier, das rote, oder nicht? Das war keine geheime Tür. Ich habe so das Gefühl, hier geht es noch irgendwie weiter, aber. Es ist auch ein ganz, ganz komplizierter Weg hier alles. Ah, und hier, den Weg haben wir noch nicht gegangen. Dann lass mal dahin. Glaube, das ist nicht der Weg, den ich gehen wollte. Sondern, wo bin ich? Da. Ups, da war ich jetzt kurz raus aus dem Monitor. Wenn wir jetzt hier nochmal. Hä? Hier will ich da reinfallen. Okay. Wenn ich jetzt aber stattdessen hier hochgehe, komme ich auch nirgendwo an. Ja, okay. Dann fallen wir hier halt runter. Toll. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. So, welcher Weg war denn das mit der Treppe nach oben? Hier war sie. Was trage ich denn zu viel? Wirklich das hier? Das ist es, was ich zu viel trage? Nein. Ist sogar weniger. Also lassen wir das mal. Einmal kurz Luft schnappen. Ah, zu weit. Warum noch ein bisschen? So. Und nochmal hier wegschmeißen. Und hier noch einmal dasselbe Spiel. So, kommen wir da ran. Da ist es.
Nice, aber wir schwimmen nicht mehr, deswegen können wir das. Ich würde sagen, hier vielleicht nochmal ein Safe Game machen. Und wir suchen uns den einen Weg, um da wieder hochzukommen. Um den Weg hier zu nehmen. Dafür müssen wir hier rein. Okay. Ich höre hier auf jeden Fall noch irgendwen. Warte mal, ist da vielleicht eine geheime Tür? Nein, da ist keine geheime Tür. Stellt sich mir die Frage, wo soll denn der sein? Ah! So, dann haben wir ihn. Ist das auch... Ja, das ist der Weg, der noch fehlt. Und hier gibt es nichts. Nada. Nichts. Niente. Okay, dann suchen wir uns mal den Weg. Den Weg zurück. Ja, müsste hier, glaube ich, schon sein. Ja. So, nice. Und dann hier Climbing. Komm. Und nach oben. Da können wir gleich nochmal wieder ein bisschen was verkaufen, die Quest eben abgeben und... Ja. Das war nicht die Tür. Da war die Tür. Gut, dann können wir gehen. Achso, jetzt sind wir da rausgekommen. Gut, zurück nach Daggerfall. Find Daggerfall. $1974 haben wir verdient. Also die Waffe können wir wieder einstecken. Und dann da runter. So, wo ist denn die dunkle Bruderschaft nochmal? Kleines bisschen dahin. Das hier müsste schon sein, ne? Ja, das ist sie. Gut, geben wir sie mal ab. Die Quest. Well done, Journeyman. A good lesson for all who might fail the Brotherhood. Gut, jetzt gehen wir verkaufen. Ich hoffe, wir haben gleich schon irgendwie einen neuen Rang dort erreicht. Bei der dunklen Bruderschaft möchte ich wirklich zu gerne hier aufs maximale Level kommen, gehen. Aber ich möchte auch bei den anderen Gilden auch mal. Wieso gehe ich weiter nach Süden? Ich will da lang. Da können wir verkaufen. Bei den anderen Gilden möchte ich aber auch irgendwie ein bisschen aufsteigen. Wie heißt die Gilde hier nochmal? Warte. Hier in Knights of the Dragon, also die Drachengarde. Da kriegen wir auch auf jeden Fall immer richtig schöne Rüstung. So immer bessere, wenn wir da aufsteigen. Dass wir da auch mal vielleicht ein paar Quests machen. Und ich habe so das Gefühl, hier in Daggerfall müssen wir immer eher diese Nebenaufgaben machen, wie für Gilden und so weiter, damit wir aufsteigen. Ansonsten sind wir nicht stark genug für die Hauptquest.
Weil ihr kriegt das ja bei mir hier selber auch mit, wie viel ich hier am Kämpfen bin und so. Aber einfach nicht vom Level aufsteige. Wir haben gerade mal Level 6 geschafft. Und wie oft bin ich hier am Kämpfen und so? Mit dem Schwert da am Ring. Da ging es ja bei Skyrim ein bisschen flotter. So, da sind die ganzen Läden. So, dann gehen wir hier mal verkaufen. Also Sell. Und aus dem Wagen noch einiges. Ja. Mal gucken, was hat der hier eigentlich so im Sortiment? Formal Cloak. Long Shirt. Straps. Ja, okay. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Gibt es diese Kleidung, hier diese Straps und so, exakt genauso wie das da zu sehen ist, auch für den weiblichen Charakter? Würde mich schon interessieren hier. Ob das genau so ist dann. So, hier haben wir Klamotten. Hier haben wir Waffen. Achso, wir müssen erstmal hier Leute vorbei. Sagen wir mal 3 Stunden wieder läutern. So, dem können wir doch noch einiges verkaufen, ne? So, im Wagen haben wir noch 56 Kilo. Was haben wir da im Wagen noch für 56 Kilo? So, Dwarven Saber. Ja, Dwarven Broadsword. Dwarven Katana. Was haben wir hier? Dwarven Katana. Wo ist noch der letzte? Ah ja, stimmt, wir haben noch Bücher. Irgendwo eingesammelt, oder? Hatten wir nicht noch Bücher eingesammelt oder Schmuck oder sowas? So, dem können wir doch bestimmt noch was verkaufen, oder? Nee, haben wir dem anderen da verkauft. Stimmt. Aber wir können mal schauen, was der hier so im Sortiment hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wo kriegen wir den richtig guten Stuff her? Also die Ebenerz-Dinger. Hier, wir müssen jetzt einmal hier hin. Nach Westen. War doch Westen, oder? Ja. Da können wir auch noch ein paar Sachen verkaufen. Ne, ich meine jetzt wirklich die Ebenerz-Sachen oder hier orkische Rüstung oder dädrische Rüstung. Wo oder wann kriegen wir die? Können wir die überhaupt jetzt schon so früh finden? Das hier der Laden? Oder da ist der Laden. Okay. In dem können wir doch noch bestimmt was verkaufen, ne? Jo, hier, da können wir dem alles verkaufen. Vor allem sind die Dinger, diese kleinen Statuen, die viel wiegen. 15 Kilo wiegt so ein einzelnes Ding. 3000 kriegen wir dafür. Nice. So, was fehlt uns noch?
erstmal beziehungsweise hier schauen, was haben wir noch auf dem Wagen? Ja, okay. Aber ansonsten haben wir nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich mache mich zur nächsten Folge mal schlau, wo, wann oder wie wir an bessere Rüstung kommen oder Waffen. So besser als Dwemer oder Zwergen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!